liebe Waagegeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für November. Wir starten mit eurer Grundüberschrift, mit dem zauberhaften neuen Orakel von der Südtiroler Künstlerin Christine Schölzer. Die Kartendecks findet ihr immer unten in der Infobox verlinkt. Wie immer könnt ihr natürlich auch die Legung zu eurem Aszendenten anschauen und bitte mitspüren, denn die Rollen können vertauscht sein. Solltet ihr während der Premiere mit dabei sein, dann freue ich mich, wenn ihr mit unten in den Superchat kommt und wir schauen in die Karte. Was zeigt sich für die Waagegeborenen im November? Erzengel Jophiel, wie bei den Fischgeborenen, vielleicht bestehen da auch bestimmte Parallelen. Lass dich verzaubern von den wunderbaren, von den Wundern dieser Erde. Du bist wie ich, ein lichtvoller Brückenbauer zwischen den Welten und den Menschen. Also hier habt ihr offenbar so manch lichtvollen Dienst zu verbringen, zu verrichten zwischen den Welten und den Menschen. Ja? Erzengel Jophiel wird euch in dieser Hinsicht begleiten. Und glaubt ihr noch an Wunder, soll ich euch hier fragen? Ja, das ist hier sehr wichtig. Und wir schauen ins Tarot, was sich da noch für eine Grundüberschrift versteckt. Das ist der Tod, die große Arkane. Im November sehr passend diese Karte, die ist da anzusetzen, denn die steht für die Skorpiongeborenen. Vielleicht habt ihr auch mit Skorpiongeborenen zu tun. Hier geht es um eine riesige Wiedergeburt, um eine Mega-Transformation in eurem Unterbewusstsein und um Themen, wo es darum geht, mit diesem Schwert, das der Tod in Händen hält, alles auszumerzen und abzuschneiden, was im November oder ab November nicht mehr in euer Leben passt. Das können Menschen sein. Das können Situationen sein, das können eure eigenen Verhaltensmuster sein. Ja? Wir schauen wie immer in die Zigeunerkarten, um mehr Details zu erfragen. Ja? Wir bitten die heilige oder geistige Welt um tiefe Einblicke für euch. Und wir starten mit der Karte der Treue. Im November kann es sein, dass es sehr stark um das Thema Freundschaft geht, um loyale Verbindungen grundsätzlich und auch, dass ihr euch selber immer mehr treu werdet. Ja? Das kann sich auf vielen verschiedenen Ebenen zeigen. Beruflich, privat, partnerschaftlich, familientechnisch und so weiter. Daneben haben wir den Geistlichen und die Witwe. Vielleicht steht hier ein Mutterthema im Raum. Vielleicht eine Partnerschaftskrise, die euch das Leben an die Nase geführt hat, um es zu lösen. Durch Treue in erster Linie zu euch selber. Steht ihr zu euren Bedürfnissen? Drückt ihr eure Bedürfnisse aus? Steht ihr zu euren Werten? Wenn hier bei euch die Fragen aufploppen, was sind Bedürfnisse, was sind Werte, dann fangt genau dafür an, im Leben zu recherchieren. Interessiert euch, werdet neugierig, das sind hier wichtige Themen. Es kann sein, dass euch hier eine Mentorin, eine weibliche zur Seite steht, in diesem Zusammenhang. Denn der Geistliche und die Witwe in Kombination gedeutet, kann eine Heilerin sein. Ja? Dass euch auch die zu manchen Aspekten oder Einsichten verhilft, wie ihr euch selbst treuer sein könnt. Ja? Dann haben wir in den Gedanken den Tod, gleich wie die große Arkane in der Grundüberschrift. Hier habt ihr vielleicht im Sinne aufzuräumen. Der November eignet sich ausgezeichnet dazu. Ja? Was wollt ihr denn hier loslassen? Habt ihr Angst davor? Und wenn ja, ist das menschlich und ganz normal. Ja? Wenn man sich selber treu wird und immer authentischer wird, muss man von bestimmten Dingen loslassen und man verliert dadurch natürlich auch manchen Mitmenschen, weil die dann nicht mehr mitziehen. Aber bitte versucht mal, das einfach so hinzunehmen. Ja? Und im Unterbewusstsein haben wir die Beständigkeit.
Vielleicht wollt ihr hier auch den Beruf wechseln, kündigen, vielleicht treten die Themen, die ich genannt habe, genau in eurem Arbeitsumfeld auf. Auf alle Fälle habt ihr den Wunsch, in eurem Leben selbst beständiger und standhafter zu werden. Ja? Vielleicht habt ihr auch im Sinne, weniger zu arbeiten, weil euch das Leben das lange schon zuflüstert. Ja? Das ist hier auch eine Möglichkeit. Und in der Vergangenheit haben wir das Glück hier. Also irgendetwas ist passiert, das euch sehr glücklich gestimmt hat. Und jetzt gilt es hier einfach zu transformieren. Ja? Und hier habe ich auch das Gefühl, weil ihr ja hier als Brückenbauer bezeichnet werdet, dass ihr vielleicht hier auch zu dieser Witwe neuen Kontakt herstellt oder einfach nur eine neue Ebene findet, statt einer Trennung. Das geht ja auch. Ja? Die kann im Raum stehen, aber muss nicht. Hier darf man sich vielleicht auf einer neuen Augenhöhe begegnen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die jetzt gerade durchkommt. In nächster Zukunft haben wir die Botschaft, ja? Also, hier geht es um Ausdruck, um Mitteilen, was euch am Herzen liegt. Vielleicht geht es hier auch um eine weibliche Freundin, ja? Das ist auch möglich. Und auf alle Fälle ist von euch der Dienst gefragt, das mitzuteilen. Es geht mit Sicherheit um den Offizier, da haben wir wieder das Wertesystem. Vielleicht aber auch den Chef auf eurer Arbeit, mit dem ihr in Kommunikation treten dürft. Vielleicht geht es um einen heimlichen Liebhaber, wo ihr jetzt den Wunsch habt, alles beständiger zu gestalten, weil ihr dem nicht mehr zustimmen könnt. Und ihr habt vielleicht jetzt den Wunsch, dass er der Mann eures Lebens wird. Ja? Der Offizier kann auch für eine Behörde stehen. Wie gesagt, im Beruflichen wäre es der Chef oder auch jegliche andere Institution, wo ihr vielleicht kommunizieren müsst, sollt, könnt. Und im Umfeld haben wir etwas Geld. Ja? Vielleicht geht es hier um finanzielle Kommunikation. Das kann hier sein. Da geht es eher um kleinere Geldbeträge und nicht um große Summen. Vielleicht wartet ihr auf einen Bescheid, dass etwas Geld auf euch zukommt. Ja? Hier seid ihr sehr geprüft, durch euer Umfeld euch in Geduld zu üben und die Sachen in kleinen Schritten anzugehen. Eure Hoffnung und Befürchtung ist das große Geld. Ja? Also hier geht es um Transformation in Finanzen. Vielleicht habt ihr jetzt den Wunsch, von kleinen krummen Bröseln, von dem kleinen Geld ins große Geld zu kommen. Vielleicht habt ihr hier auch Angst, einen riesigen finanziellen Verlust zu erleiden. Ja, das sehe ich hier in Gedanken. Oder wenn ihr viel Geld haben solltet, kann es auch bedeuten, dass ihr euch jetzt mit weniger zufrieden gebt, weil andere Dinge in den Vordergrund treten. Ja, das wäre die andere Seite der Medaille. Sehr kollektive Leben. Wie geht's denn aus mit dem Besuch, mit dem Geschenk, mit der Geliebten? Ja? Vielleicht werdet ihr hier von der Witwe, von der getrennten Frau zur Geliebten, werdet reich beschenkt durch neue Menschen, durch neue Treffen, durch Dates. Auf alle Fälle seid ihr hier unter Menschen. Vielleicht sind es berufliche Meetings, wo ihr als geschätzte Mitarbeiterin dasteht. Ja? Vielleicht ist es eine Freundin, die euch hier ein Treffen vorschlägt, die euch hier einfach beschenken will. Auch das kann hier sein. Ja? Was gibt es hier noch zu sagen? Natürlich ist an das Thema der Finanzen auch immer das Selbstwert gekoppelt, dass ihr vom Opfer ins Schöpferbewusstsein tretet. Ja? Das kann hier auch sein. Und unter dem Deck haben wir die Fröhlichkeit. Also hier seid ihr einfach aufgefordert, euch fröhlich zu verbinden, leichte Verbindungen einzugehen und vielleicht die schweren hinter sich lassen, der Vergangenheit angehörig machen. Ja?
Es kann Fröhlichkeit auf dem Berufsplatz bedeuten, wo ihr merkt, ihr wart vielleicht früher in toxischen Verhältnissen. Das darf sich jetzt ändern in neue Leichtigkeit, beschwingte Zeiten, harmonische Arbeitsverhältnisse. Ja? Kann ja auch ein Meeting im Berufsleben sein. Oder wie gesagt, hier kann es auch sein, dass euch irgendjemand einfach unterstützt und den Rücken stärkt, um ja einmal der finanziellen Fülle entgegenzustreben. Das kann hier auch sein. Ja? Wenn ihr hier den Hals nicht genug, voll genug bekommen könnt, dann kann es sein, dass euch das Leben hier etwas ausbremst. Ja? Es ist immer, welche Richtung das ihr fahrt. Und wenn ihr zu viel im Mangel seid, dann fordert euch das Leben immer wieder auf, Richtung Fülle zu gehen. Ja? Gut, ich hoffe, dass euch hier meine Worte inspirieren konnten. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch und für jedes neue Abo, das eingeht. Und auch für alle eure lieben Kommentare. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe! Eure Sandra.